Hey, folgt Leute, Miji, willkommen zurück zu einer weiteren Folge Dead by Daylight und ich habe gerade ein Problem, weil ich nicht reinkommen kann. Wir sind unten eine Taskleiste. Hilfe! Moment. Ah, jetzt funktioniert. Alles klar. Oh, direkt mal jemand rausgetappt. Rausgeflogen, rausgegangen, wie auch immer. Wir spielen mit Michael Myers. Die Survivor haben jetzt natürlich ein ziemliches Problem. Lol. Lass mich mal kurz entkommen. Will meinen Perk nämlich triggern lassen. Ich habe dabei, ich spiele mit einem S, das seht ihr direkt unten. Da muss ich meine Besessenheit ein paar Mal entkommen lassen, kriege ich ein paar Speedboosts, sobald ich mal angreife, sind die wieder weg. Dann habe ich dabei Thanatophobie, das heißt, wenn die Leute verletzt sind, reparieren, also sobald Leute verletzt sind, reparieren andere. Wird allgemein nicht mehr so schnell repariert. Okay. Ja, entkommen. Komm schon. Lass ihn entkommen. Okay. Und Pirscher, damit sehe ich Leute, die am Boden sind, in einer bestimmten Reichweite. Und Ruf einer Krankenschwester, damit sehe ich Leute in einer bestimmten Umgebung, wenn sie sich heilen. So, und zuletzt. Der letzte Speedboost gerne noch. Oh, die haben einen Generator fertig gekriegt. Den letzten Speedboost verzichte ich jetzt mal drauf, weil Dwight wird hier noch sein. Und nicht wo. Jemand ist ans Schiff gegangen. Dann habe ich jetzt meinen Speedboost genug aufgebaut und bewege mich hier hin. Ich habe außerdem, er nutzt dabei, dass ich meine Debolik ein bisschen länger dauert und ich ein bisschen mehr Debolik bekomme. Warum geht ihr denn weg? Ich bin voll lieb. Komm schon. Ihr wollt doch auch, dass ich Stufe 2 gehe, oder nicht? 2 ist doch gut für euch. Dann. So, jetzt schützen wir halt sie auf. Weil ich dachte, sie könnte sich verstecken vor mir. Von mir kann sich niemand verstecken. Ah, jetzt habe ich mein Speedboost wieder aufgebraucht. Das finde ich ein bisschen doof bei dem Perk. Weil ich nur auf Stufe 1 habe, das bringt halt kaum was. So, ein bisschen stalken, 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 stalken. Stalken, stalken, stalken. Ein bisschen mehr. Und da oben müsste Dwight dran sein, gehe ich von aus. Mir zu viel. Ich darf nicht mehr zu viel stalken. Das ist ein Problem. Oh, seht ihr das? Leute, weil die Bullig ist eigentlich voll. Aber ist sie nicht. Also, du hättest ja doch nicht dran gegangen, okay. Wollen wir sie direkt umklatschen? Verdammt. Ja, ich wollte eigentlich. Doch egal. Soll ich sie direkt umklatschen oder soll ich sie zweimal hinten? Noch eine Palette. Machen wir halt so. Die wollte sich anders. So. Hier der Keller? Nein, egal. Wir machen den da oben einen Haken. Boah, sind wie viele Haken, ey. Hudi. Macaroni. So. Wir haben Diabolik. Jetzt sollten wir uns beeilen. Und die haben direkt den nächsten Generator gemacht. War nicht auf dem Schiff. Ich dachte gerade auf dem Schiff. Das werden wir jetzt direkt mal hingehen. Geht davon aus, dass der irgendwie sich auf den Weg machen wird, um den zu retten. Das macht man meistens, wenn man einen Generator fertiggestellt hat. Versuche eben den Weg abzuschneiden. Wenn ich Diabolik 3 bin, dürfte das nicht gut für denjenigen ausgehen. Wobei ich das Gefühl habe, dass er nicht mehr in den Weg reinläuft. Und hier ist auch keiner dran. Oh! Hallo! Ich wollte gerade nicht den Generator treten, da war es natürlich im Weg. Das war natürlich doof. Gut, dann gehen wir aufs Schiff, weil hier wird nämlich der Keller dann logischerweise sein. Außer er hat einen Strike. Er hat einen Strike. Er hat den Strike verkackt. Oh, sonst hätte er nicht gewartet. Er hat den Strike verkackt. Das finde ich gut. Das finde ich gut. Okay. Oh, einer ist schon tot. Zweiter hängt im Keller. Oh, ob der Typ noch retten wird, der andere. Weiß ja nicht. Wir haben schon zwei Generatoren fertig. Luke ist schon noch nicht da. Aber sie wird spawnen, sobald der andere tot ist. Jetzt die Frage, was macht der Mate? Ist er ein Mate? Oder ist er ein... ne? Wisst ihr, was ich sagen wollte? Ich weiß es nämlich nicht. Selbst, 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 ne? Hier. Egoistisch. So ist das Wort. Kein Generator ist angefangen. Ja, was soll ich machen? Egoistisch oder Mate? Das ist jetzt die Frage. Wieder retten. Wenn die Generatoren hier nicht angefangen sind. Und die Generatoren sind übrigens alle sehr nah aneinander. Das finde ich äußerst. Auch keine dran. Ja, dann muss ich dann. Wäre ich jetzt eh sowieso, sofort zurückgegangen, weil er nirgendwo arbeitet. So, heizt er direkt. Halt euch nicht direkt, oder? Sprintet hier oben auch nicht.
Mach dir. So, meine Freunde. Sind aber nicht rausgegangen, oder? Können doch nicht rausgegangen sein. Niemals. Sind echt rausgegangen? Keine Fußspuren? Eigentlich noch ein zweiter Schrank gerade? Ich kann mir nicht vorstellen, dass die so schnell ohne Fußspuren hier rausgekommen sind. Was? What the fuck? Alles klar. Habe ich nicht mitge... Also das habe ich voll falsch eingeschätzt dann. Aber ich bin davon ausgegangen, dass die nicht hier raus sind. Interessant. Habe ich anscheinend falsch eingeschätzt. Gut, dann wollen wir uns mal auf den Weg machen zu den nächsten Generatoren. Die drei Generatoren hier sind eigentlich am besten zusammengelegen. Kann ich einfach theoretisch instant checken. Der Generator ist schon ein bisschen weiter weg und der da hinten, den könnt ihr gerne machen, wenn ihr wollen. Ich werde trotzdem mal eine kleine Abstechungstour hin machen. Eine Tour dahin. Erkundungstour, wie es da so läuft. Ob die den ganz schön machen. Oder ob die gar nicht dran arbeiten. Anscheinend nicht. Hat jemand einen Baum? Ja, aber da hinten im Strauch. Ich mag das, was eigentlich, glaube ich, eher buggy ist, dass man, wie gerade gesehen, die Frisur manchmal durch den Nebel sieht. Ich glaube, es sollte nicht so sein. So, komm schon, lass mich ein bisschen die Robotik aufladen. Bisschen, komm schon, ein bisschen stalken. Was denn dagegen? Ich würde sagen, besser stalken als schlitzen, oder nicht? Also an der Stelle würde ich mich lieber stalken lassen, als aufgeschlitzt zu werden. Aber das ist natürlich deine Entscheidung. Du Claudette, oh, was ist? Hohe Gras, meine Damen und Herren. Man sieht niemanden. Wo ist sie hin? Ich habe sie eben gehört, sie hat keinen eiserner Wille. Meine zumindest, dass ich sie gehört habe. Oh, und hier hat er eben eine andere dran gearbeitet. Schon geheilt? Alter! Du musst ja richtig schnell weg vorgekommen sein von mir. Das war so, als hätte ich ihn nicht gesehen. Vor allem, weil ich dann nochmal ein bisschen Speedboost kriege. Zurückgelaufen? Weiß nicht, ob er zurückgelaufen ist. Ah, da ist er. Gut, da muss ich das mal kurz machen lassen. Ja, ist okay. Entkommen Punkte bitte. Dankeschön. Ich kriege meinen Speed Boost. Okay, dann. Dahin also. Jetzt stalken. So, damit ich nachher nämlich noch deinen Mate aufschlitzen kann, weil ich das ja erst nicht. Ich will auf jeden Fall auch deinen Mate aufschlitzen. Dankeschön. Nein! White, mach nichts Dummes. Müsste ich jetzt mittlerweile meinen Danny fertig haben. Übrigens, habe ich vergessen zu sagen, ist es gerade bei mir zumindest, also bei euch schon lange nicht mehr, weil das die Folge kommt nicht dann, wenn ich das sage. Aber bei mir ist gerade doppeltes Blutpunkt auf Wochenende, was ohne dass es groß angekündigt wurde, sondern nur in der Steam-Diskussion wurde das gesagt und vorne habe ich dann so gezockt und ich so, hä, doppelte Blutpunkte, what the fuck, warum das denn? Aber ja, einfach mal doppeltes Blutpunkt am Wochenende. Wollt ihr öfters machen, habt ihr gesagt. Einfach mal so. Und anscheinend tun sie das. Finde ich gut. So alle paar Wochen mal doppelte Blutpunkte-Wochenende tut der bei der ganz gut, finde ich. Auch wenn das Level allgemein eh einfacher gemacht wurde. Im Vergleich zum Anfang. Aber ich finde, das tut der bei der trotzdem gut. Gerade wenn man viel leveln will. Bist du egoistisch? Camp doch gar nicht. Bist du egoistisch? Wo habe ich sie gefunden? Anscheinend ist sie mir voll in die Arme gerannt. Ich habe sie nicht gesehen. Wer, also, wow. Das Spiel hat sie gesehen und ich nicht. Und die Fußspuren waren auch direkt hier. Das heißt, sie ist mir tatsächlich voll in die Arme gerannt. Oh, meine liebe Claudette. Oh, jukst du jetzt wirklich? Komm schon. Ams. Down. Meine lieben Freunde. Ich würde sagen, wir haben alle getötet. Nur einer ist halt disconnected. Da kann man nichts machen. Ist natürlich auch doof, gerade wenn er während des Ladens disconnected ist, natürlich was anderes, als wenn er während des Spiels disconnected, weil während des Ladens disconnecten, dann müssen die Leute natürlich noch einen Generator weniger machen. Während die jetzt die volle Anzahl Generatoren machen mussten. Ist natürlich doof gelaufen für die. Übrigens finde ich es wieder Frechheit, dass ich jetzt, obwohl ich letztens erst meine Daily als Hexe fertig gekriegt habe, ich jetzt schon wieder eine neue Daily gemacht habe, gekriegt habe mit der. Und ich mag die Hexe einfach nicht. Aber egal. Werde ich wahrscheinlich vielleicht demnächst mal darum kümmern. Wenn es euch gefallen hat, Leute,
Wobei, wir können noch kurz die Punkte angucken. Aufgeberbonus, 500. Ah ne, guck mal, die Opfer habe ich ja noch. Ja, dann mal GG. Kriegt einige Punkte natürlich. So, hier. Leute, ja, 17.000 Punkte, da kann man machen. Wenn es dir gefallen hat, Leute, lasst den Pose-Welten da und dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Tschüss.